Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Vor einer Weile hatten wir mal ein Cyber Dark Shadow Deck und jetzt haben wir es wieder. Ja, Ja. schauen wir, ob es noch läuft. Okay, nächster Versuch. Ich würde gerne wieder anfangen. Also die Ashes mögen uns aber, kann das sein? Links haben wir eine Klaue dieses Mal. Die sucht ein Monster, oder? Ne, die sucht eine Zauberfallenkarte. Also spricht den Feelspell. Dann Ja, wir können den Feelspell nicht resolven aktuell, also. wir können ihn mal hinlegen. Vielleicht schießt er drauf. Ja. Dann können wir mal eine Skormata setzen und Go sagen. Ich meine, wir haben eine Ash. Wer hat denn alles der neuen Monster gebraucht? Aber das Deck hat sowieso keinen guten First Turn. Upside ist okay. Aber es ist allerdings, es ist sein Second Turn halt auch nicht wirklich toll. Das ist halt die Sache. Dass der geöffnet allgemein nicht wirklich gut. Egal, ob es jetzt First oder Second. Den spielt keine Sau. Nee. Ich habe legit gucken müssen, was die Karte macht. Ja, der darf mal eine von drei Altergeist-Karten flippen. Kunkeri? Da hat er den Boy erwischt, der Angriffe blockt. Und er hat ein Personal Spoofing in den Grave gepackt. Ist keine Altergeist-Karte, glaube ich, ne? Deswegen kann er es Nee. nicht nehmen. Ja, guten Abend. Ja. Das brauchen wir fast nicht aufflippen. Nee, weil er hat kein Ich glaube, Target. wir können einfach Go sagen. Dass das Spoofing weggeflogen ist, ist halt sehr angenehm. Ja, das Einzige, was wir noch suchen können, ist der nächste Feelspell. Alle anderen Karten haben wir schon. Na dann. Oh, er hat auch kein zweites Spoofing. Das ist ja nett. Oder nur vergessen, es umzudrehen. Lol. Er ist alleine harmlos. Ah, okay. Nevermind. Was ist das denn jetzt? Jetzt bauen sie uns unsere Karte. Ja, aber die Trap. Das war ein Na, die. Emuel-Elf. Den spielt doch auch keine Sau. Ich glaub, der Konsens unserer Kommentarschreiber ist, dass einer rein sollte. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich finde den schlecht. Ich sage ja nicht, dass ich zustimme. Ich sage nur, dass der Konsens unserer Kommentarschreiber ist. Ja. Set, set, go. Ja. Was soll man sonst großartig machen, ne? Wir müssen halt Cyber Dark Viech ziehen. Und hey, dafür haben wir jetzt einen Strike. Ja, die haben wahrscheinlich End of Turn wieder auf der Hand haben. Aber dann überlebt endlich die Suamata noch. Ne, die kriegen wir in unserem Zug wieder auf die Hand. Jetzt ist unser Zug. Ach so. Ne. Jetzt ist sein Zug. Ne, die kriegen wir ja in seinem Zug wieder auf die Hand, meinte ich. Noch ein Pixel. Ja gut, aber wenn es das für ihn wirft, ist jedes Mal aufzuwerten. Ich meine, irgendwann müssen wir auch mal was ziehen. Und ich meine, unser Feelspell sagt doch, dass Cyberdark muss noch nicht getargetet werden können, oder? Equipped, das heißt, auf die Normal Summon kann er reagieren. Ja. Das ist jetzt sehr schade. Dann können wir den mal setzen, den Impact setzen und den Strike setzen und Go sagen. Ja, gib mir mal ein paar mehr Targets. Ich meine, rein theoretisch könnte sein, dass wir das zweite Backrow-Target gerade gezogen haben. Also der weiß nicht, dass eins von beiden nur ein Bluff ist. Er erwischt natürlich den Strike. Aber hey, vielleicht haut er jetzt die andere Backrow-Karte auf die Hand, so gut nicht das Monster. Was gar nicht mal so clever wäre, weil jetzt ist die Karte eh live.
Oder wäre es live, wenn es eine Falle wäre? Ui. Guten Abend. Wir haben zwei Ashes, Ah. also von daher will ich das irgendwie schon machen. Ja, die kann sich gerne einfangen. Sonst hat eine Meloetta oder wie die heißt. Melosetta, keine Melusik. Ahnung. Melusik, ja, das muss nicht sein. Hat ein Protokoll? Nö. So, mal gucken, wie viel Angst jetzt von unseren anderen verdeckten Karten hat. Ich bin gespannt. Oh, nicht wirklich welchen. Schade. Ja, der muss gespecialt werden, damit er was sucht. Also theoretisch, wenn wir es schaffen würden, ein Cyberdark-Viech aufs Feld zu bekommen und das Equippen durchkriegen, dann sind wir gegen seinen Silkitis geschützt. Das wird nicht passieren, aber theoretisch, wenn wir das schaffen würden. Alter! Hi. Können wir mal ein bisschen weniger beschissen ziehen? Wir können auch jetzt die Squamata normeln und versuchen, mal in sein Bounce-Viech reinzustiefeln. Dann muss er uns nämlich auf die Hand zurückgeben. Wir können den Strike setzen und wir kommen zumindest mal irgendwie hier weiter. Ja, die Idee hatte ich auch schon. Das aber Wort ist, der Verdeck ist nicht irgendein Strike oder so ein Scheiß liegt. Wobei Strike wäre sogar egal. Wenn da jetzt ein Strike liegt, sage ich bitte gerne. So, jetzt musst du es machen, Kumpel. Jo. Und wer weiß, vielleicht ziehen wir im nächsten Zug ja eine Karte, die wir tatsächlich benutzen können. Erst baute sich den nächsten Multifaker. So, und das würde ich jetzt einfach striken. So, ja. Und den Multifaker können wir ashen. Weil ich meine, wir haben ja zwei. Ja. Was hat denn jetzt auf der Hand? Hat der nur Monster auf der Hand? Oder wieso setzt der nichts? Eine Karte ist der Emil der Elf, das wissen wir. Was hat denn der sonst noch? Ach ja, den Pixel. Hundert Schaden sind ihm wohl wichtiger als ein sicherer Search, alles klar. Anders kann man sagen, wäre da eine Mirror Force, hätten wir die schon gemacht. Das war ein Kreis der Magier. Alles klar. Das ist eine Karte, die man benutzen kann. Ja. Die kann man setzen. Ich würde die erstmal jedenfalls 2 setzen. Wenn wir Ach so, jetzt ankommen. erstmal wieder. Ja, erstmal wieder Jetzt. reinstiefeln. Der hat 1200 Attack, der Boy. Ja, und unsere 1800. Ach ja. Ja, die Zahlen sind bei mir nicht ganz richtig. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Shadow, die 1200 Attack hat. Ich hatte 1000 gelesen. Ach so. Ach ja, den hatte ich sicher vorher auf die Hand zurückgenommen. Ja, aber der negiert diesen nur unseren Effekt. Okay, dann negiert der halt den Effekt. Nicht, dass wir die Karte aktuell benutzen könnten oder so. Dann gehen wir mal in Main 2 setten lassen und sagen Go. Okay, so werden wir den Zug überleben, was passieren kann, weil er spielt ein langsames Deck und wir haben noch eine Ash. Wobei, er hat jetzt wieder diesen scheiß Bouncer auf der Hand. Ja. Und den kann man leider nicht ashen.
Jo, vollkommen legitim. Wir können an sich aber eigentlich die Scapegoats ak. Wobei, er hat überhaupt keinen Liefel. Wieso hat er nicht einfach Dann den lass hier die auf die Hand? ab. Wieso hat er einfach den zurück auf die Hand genommen? Keine Ahnung, aber die 800 lassen. Ja, natürlich habe ich eine Ahnung, weil er will den Multifaker-Effekt nochmal haben. Für Special Summon aus dem Deck. Ja, aber das hätte, er hätte den Multifaker auch in unserem Zug davon. Endfass! Er hätte den Multifaker auch einfach in unserem Zug auf die Hand zurücknehmen können. So hätte er viel mehr Schaden gemacht. Dann versuchen wir mal eine Linkspider zu bauen. Oder wir holen Squamata und stiefeln erstmal rein. Weil dann muss er den Silkitis machen und kann den Borrowload nicht. Also nicht irgendwas auf dem Weg zum Borrowload machen. Kann man auch machen. Andererseits kann der Borrowload dann nicht mehr angreifen. Ja, aber Aber dann liegt er ja, dann liegt da und kann alles. nicht von Monstern gezielt werden. Und seine Traps targeten gar nicht mal so viel. Seine Traps supporten ja nur die Monster. Dann geht's mal aufs Maul. Überhaupt mit Borrowload könnte das Deck echt Probleme haben, glaube ich. Ja, den kriegt's schon weg, Arme. Wir könnten jetzt auch einfach ogern. Ja, machen wir auch. So, Nummer 2 ist raus. Das heißt, jetzt braucht er als nächstes diese Trap, die den Revive, damit er noch einen hat. Oder er spielt 3. Ach. Hey, der Typ hardrunnt mindestens zweimal den Einser. Vergiss das nicht. So, jetzt komm, Protokoll hilft dir bei dem nichts. Okay, das hilft. Das hilft aber nicht dabei, dass wir einen Barlord bauen Nö, können. und der kann nicht getargetet werden. Und jetzt ist der Strike raus, also nehme ich. Ja. Dann gehen wir mal in meinen Zaun basteln, Barlord. Hallo Linkspider, hallo Proxy Dragon, hallo nächste Linkspider. Das übt den üblichen Scheiß halt. Gut, wenn da jetzt noch ein Strike liegt, dann. Mein Gott. Ich glaube, der hat noch einen Strike. So, Strike in 3, 2, 1. Na? Danke. Dann haben wir zwei verloren. Darf ich mal raten, wie alt der Typ ist? Das sind ein paar Karten, die man durchaus mal benutzen kann. Set Go, Set Future Fusion Go. Ach ja. Nein, die Future Fusion wird aktiviert. Ja. Schön. Hab ich nur verklickt. So. Ich Vielleicht meine, kommt sie ja durch. weil ich meine, wieso sollten wir die setzen? Das Aber bei normalen Zauberkarten, schrecklich permanent, ist ja egal, ob man sie erst jetzt oder dann gleich aktiviert. Von daher. Hi. Ich glaube, in deren Standardrotation ist nichts, was Spell Traps schießt, oder? Man weiß nicht, was der so alles im Deck hat. Ja, schon klar, aber. Oh Gott, schon funkt man da jetzt denn dazwischen? Der möchte einen wegschicken. Das war gerade vom Deck, das heißt, er kann nur noch mit Zombies angreifen jetzt. Das ist legitim. Also Mizuki in Grave. Ach nee, Quatsch, das war aus der Hand gerade, nicht vom Deck. Jetzt kommt vom Deck. Auch okay. Sah er wohl anders. Ja. Ach, auch da Boshi. wäre was gegangen. Das ist Also, eine Hand. das ist tatsächlich eine Hand, die gar nicht mal so kacke ist. Fürs Decken gehen.
Mermail. Oha. Wir haben einen Oger. Der muss es jetzt dann wohl tun, ne? Ja, zweimal Theos. Der Effekt ist legitim. Mhm. Mal gucken, wie viele Nines da gleich liegen werden. Was war das gerade? Hab ich hingeguckt. Hilde oder so. Dine. Jep, die war's. Ach, die kann man einfach so specialen. Wenn man sie vom Deck auf die Hand kriegt. Hm. Oh. 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 Interesting. Der würde sich gerne einen Ogre einfangen. Ja. Abgesehen davon sind die Great Leafs uns relativ wurscht, weil wir gleich ein Fieldspell und ein equipptes Monster liegen haben. Von daher kann der uns gar nicht mal wirklich was. Ja, was da jetzt wohl Zed liegen könnte, ne? Man weiß es nicht, man weiß es bestimmt nicht. Bestimmt kein Gradle-Viech. Nein, nein, niemals. So, also Fieldspell. Kennen würde ich halt noch gar nicht mal machen, eigentlich. Warte mal, welche war Kennen? War die vom Deck auf dem Grave? Ja. Okay, das heißt, die können wir uns erstmal noch verkneifen. Dann aktivieren wir erstmal nur ein Fieldspell. Ja. Holen dann das Horn und die Klaue dran. So, und jetzt sind wir sicher von seinem Cradle-Scheiß. Dann würde ich mal sagen, nervt der Theos gerade am meisten, oder? Ja, wir stiefeln mal über Theos drüber. Weil der nicht so, weil der Devs und nichts mehr machen können gegen den. Ja, stiefeln wir über Theos drüber und räumen sein verdecktes Viech ab. Oder sagt uns nur offene Karten. Ich glaube, uns sagt Monster. Aber wir sollten vielleicht vorher durchlesen. Nicht wirklich. Weil wir jetzt eh was milden und wenn die ins nicht tut, dann nehmen wir halt die Rafflesia. Und daher scheiß drauf. So, ins sagt. Karte. Karte, einfach nur Tarte. Ja, dann stirbt sein verdecktes Viech. Wenn es ein Adel ist, wobei. Wenn's, wozu? Wir können eigentlich auch das Mörmelfiech das andere kaputt schießen. Weil das Verdeckte ist ja eh ein Gradle und der macht nichts. Ja. Weil der kann uns nicht zielen. Ja, dann schießen wir das Mörmelfiech kaputt. Gut, unter dem Aspekt wäre es schlauer gewesen, die Dina anzugreifen, weil 700 Schaden. Dann set Scapegoat und go. Ja. Ach ja. Naja, es ist in der Zone, wo schon sein Fisch liegt, von daher passt das. Ich glaube nicht, dass der in einem Mermail-Gradle-Deck noch Nightmares spielt. Heißen die jetzt eigentlich? Magnets. Hm? Magnets. Ja, die hießen noch bei uns Nightmare, oder? Nein, Jackknights hießen sie mal. Ach, den hätte ich in Death holen müssen. Ja, dann hätten wir halt den geschossen. Ich weiß auch nicht genau, was der damit meint. Oder meint er das Mörmelfiech? Die Diene. Hi. Nee, stimmt. Troymare hießen bei uns Nightmare. Genau, so war's. Ja, der kann immer noch nicht getargetet werden, Kumpel. Ja, deswegen ist die Attacke auch vollkommen okay. Aber da tatsächlich ein Adler. Sollen wir eine Rafflesia reinlegen? Ja, klar. Ich meine, it's free. Hi, Glückwunsch. Jetzt ziehst du sich die Karte durch. Nein, würden wir gerne nicht. Lohnt sich gerade nicht. Aber das würde ich gerne machen. Stand by Face, wir haben mal. So, und ich glaube, Future Fusion? Ja, Future Fusion. Die aktivieren und dann Rums. Nee, erst Rums, dann aktivieren. Erstmal Klaue aktivieren, was suchen. Kanone. Kanone aktivieren, was suchen. Normal Summon Equip. Ja, ja, ja. Wurscht. Ja. Ist es tatsächlich.
Aber einer von denen schießt noch irgendwie, weil wir schießen eh keinen Schaden. Doch, Doch, wir schießen Schaden. die macht Piercing Damage. Dann aufs Maul. Ja, schon. Sind wir. Moment. So. Ja, wir würden gerne. Und wir würden, glaube ich, gerne mal die nächste Rafflesia reinlegen. Ja, weil, wieso nicht? Das ist also das Hauptargument. Wieso nicht? Was hätten wir davon, es bleiben zu lassen? Und der würde mal gerne... Die Dingens hier. Hedgehog reinlegen, genau. Um was zu suchen. Und, Falco. Oder Falco. Ja, stimmt, Falco. Wir können gleich noch eine Dingens hier hinterherlegen. Dann Main 2, Shadow Fusion für Falco und Thorn auf Winder. 1, 2 und hallo. Dann auf Future Fusion, also das natürlich. Dann auf Future Fusion und go. So, also arg viel schief gehen sollte jetzt eigentlich nicht mehr. Sag ich jetzt noch. Ja, wir würden gerne. Dann hätten wir gerne mal eine... Overload. Ja. Also anhand der Startern würde ich mal sagen, auch wenn er anders gespielt hätte, hätte er gegen unser Board nicht ankommen können, von den Karten, die ich bisher gesehen habe. Naja, er hätte zum Beispiel noch einen Prinz haben können, aber dann wäre eine Explosion gewesen. Deswegen sage ich ja, von den Karten, die ich gesehen habe, würde ich mal so beurteilen, dass er mit den Karten, die er hatte, auch wenn er besser gespielt hätte, vermutlich nichts hätte machen können. High Impact. Der ist legitim. Also der muss verhindern die Winder. Also der kann eigentlich gerade nichts Relevantes kaputt schießen. Ja, weil unsere beiden Monster können nicht gezielt werden, die Winder kann nicht durch Effekte zerstört werden. Ja, halt. Ne? Die kann er sich aber klauen. Ja, vor allem er muss ja nicht Monster schießen, er kann ja irgendwas schießen. Ach, er ist in die Endphase einfach gegangen und hat sich was gesucht. Dann würden wir gerne mal. So. Ja, dann, was sagt ihr nochmal genau? Einfach nur 5 verschiedene oder alle 5 konkret? Ja, alle, glaube ich. Ne, Quatsch, kann gar nicht, weil einen haben wir nicht. Jetzt sagt man einfach nur 5 irgendwelche. Okay, also wenn er jetzt ein Gradle-Viech liegt, mir sich die Windark halt, überlebt er den Zug. Außer wir holen jetzt die Edge, dann überlebt das nicht. Nein, aber wir können jetzt auf Attack Declare sein verdecktes Viech kaputt schießen. Ja, das wäre die langweilige Variante. Wir können einfach die Edge-Normal, dann haben wir gar kein Risiko. Oder wir machen Overlord Fusion, das geht auch. Nee, Overlord Fusion geht nicht. Stimmt, geht nicht. Weil, ja, logisch, ja, machst du Rule 4. Aber wieso jetzt nicht die Edge-Normal? Ja, können wir schon machen. Ja, also. Eine Klave reicht. So, und Rums. Dann erstmal sein verdecktes Viech einfach kaputt stiefeln. Also beziehungsweise mit ins kaputt schießen. Stimmt, wir sehen die Karte ja vorher, da brauchen wir es ja gar nicht. Da können wir uns die sogar sparen. Ja gut, das war Cyberdark. Ja, nicht so ein tolles Deck, aber hey. Sagen wir es mal so, das Deck hat so die Stärke der Decks, die wir kriegen würden, würden wir Meta spielen. Ja. Weil, schon. Ja, ist halt so. Ja, wenn wir Meta spielen, kriegen wir halt immer nur Blödsinn. Ja, also sobald wir mal sowas kriegen, kommt natürlich gleich Meta, ne? Ja. Ja, also, bis morgen. Ciao. Ciao.